Wir machen Fortsetzung mit Kapitel 3 und 4 und Sie haben die Möglichkeit, das Begleitpapier dazu, wie auch eben schon, herunterzuladen über die Homepage, die Gliederung einmal und dann eine Sammlung von Bibelstellen zum Thema und eine Skizze, auf die wir zum Schluss noch eingehen werden. Gut, dass wir einander haben, ist die Überschrift jetzt. Die Gemeinde als Lichtblick in dunklen Zeiten. Die Gemeinde als Lichtblick in dunklen Zeiten. Gut, dass wir einander haben. Viele kennen dieses Lied. Gut, dass wir einander sehen. Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt und dass Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Und das haben viele gesagt mit einem Seufzer der Erleichterung in den zurückliegenden 12 Monaten seit März 2020. Gut, dass wir einander haben. Wenn Studenten ansonsten einsam vor dem Bildschirm saßen und ihre Spezialseminare und Vorlesungen für sich alleine hören und bestreiten mussten, gut, dass wir einander haben in der Gemeinde und uns sehen können. Gut, dass wir einander haben, haben sich viele Senioren gesagt, abgeschnitten in ihren Seniorenresidenzen. Und wenn dann der Sonntag kam und sie zum Gottesdienst gehen konnten und wussten, ja, wir sind nicht allein und wir dürfen unter dem Schutz des Gottesdienstes, natürlich unter Berücksichtigung all der hygienischen Rahmenbedingungen, wir dürfen uns sehen, gut, dass wir einander haben. Haben sich Familien gesagt, die ihre Großeltern nicht mehr besuchen durften und weil sie vielleicht 4 oder 5 Kinder hatten, war 1 oder 2 Kinder zu viel für bestimmte staatliche Regelungen. Gut, dass wir einander haben. Gut, dass wir Kindergottesdienst in der Gemeinde haben können, dass wir nicht zu Hause bleiben müssen. Gut, dass wir einander haben, haben die Kinder gesagt, die in der Schule nicht mehr ihre Freunde besuchen konnten. Und wir haben ja auch in der Presse gelesen, dass Kindergeburtstage neuerdings von Polizeieinheiten aufgelöst werden. Während Clans ruhig dealen können in bestimmten Parks, Kinder dürfen dort keinen Geburtstag feiern. Aber gut, dass wir einander haben hier in der Gemeinde. Die Gemeinde, ein persönlicher Schutzraum und in unserem Land noch einmal besonders geschützt durch Artikel 4 Grundgesetz, das uns die freie Religionsausübung garantiert, die uns niemand erlauben muss, die uns niemand erlauben kann, weil es uns gehört. Aufgrund der Rechtslage in unserem Land. Und viele haben ganz neu gemerkt, was ihnen die Gemeinde Jesu wert ist, wie dankbar sie dafür sind. Was ist uns unsere Gemeinde wert? Der 1. Thessalonicher Brief, Eberhard Dahm hat das vorhin schon sehr plastisch, sehr nachvollziehbar uns hier entfaltet, gehört zu den besonders persönlichen Briefen des Apostel Paulus. Man spürt diesen Versen geradezu die Sympathie an, die innere Verbindung, die den Apostel mit dieser Gemeinde in der nordgriechischen Stadt verband, die wir heute als die Stadt Saloniki kennen. Sie war von Paulus mitgegründet worden. Sie war, wie wir sagen würden, gewissermaßen sein Baby. Hier in Thessaloniki hatte Paulus auch besonders gute Resonanz erfahren. Hier war es teilweise anders gelaufen als dann in Beröa oder in Athen oder in Korinth. Hier in Thessaloniki hatten sie sich schnell geöffnet, hatten sie ihnen ins Herz geschlossen. Ja, und dann mussten sie ihn aber auch Hals über Kopf in einer Nacht- und Nebelaktion nach Beröa expedieren, weil der Druck und weil der Widerstand so schnell, so stark wurden. Und dann trieben die großen Aufgaben den Apostel weiter voran. Ja, und er hat immer wieder versucht, in der Zwischenzeit Kontakt zu ihnen direkt herzustellen, wie wir in 2,18 lesen. Darum wollten wir ja auch zu euch kommen. Ich, Paulus, einmal, sogar zweimal. Doch der Satan hat es uns verhindert. Aber trotzdem blieben sie einander im Herzen innig verbunden. Und dieses 3. Kapitel gibt uns nun ein anrührendes Beispiel dafür. Und wir haben gewissermaßen einiges von dem am Ende von Kapitel 2 auch schon gemerkt. Es ist hochinteressant, dass es offensichtlich dem Paulus so wichtig ist, dass er das erneut, wenn auf andere Art und Weise nochmal thematisiert. Ein anrührendes Beispiel auch dieses 3. Kapitel, dass eine christliche Gemeinde sehr viel mehr ist als eine Interessengemeinschaft, als ein gemeinsames Projekt, als gar ein religiöser Verein, sondern ja, eher, wir haben das gehört vorhin, eine Familie.
Und wie gesagt, in Corona-Zeiten haben wir diese Verbundenheit besonders zu schätzen gelernt. Und wir können das so nachvollziehen, wie bei Paulus diese innere Verbindung geblieben ist, auch wenn er sich auf die Reise begeben muss. Und daran sehen wir auch, diese Verbindung besteht zuallererst in der Ortsgemeinde, aber nicht nur in der Ortsgemeinde allein, sondern die kann auch in der überörtlichen Gemeindefamilie dann weiter sich entfalten und zum Ausdruck kommen. Und das ist auch für jene besonders wichtig, die trotz aller Bemühungen in ihrem Umfeld zurzeit keine Gemeinde finden können und es sicherlich auch weiter versuchen. Woran lag das, dass diese Herzlichkeit lebte? Wovon nährte sich diese Verbundenheit? Und wie konnte sie gerade zu Paulus trotz dieser äußeren Entfernung erhalten bleiben und sogar über die Entfernung hinweg immer weiter wachsen? Ich denke, in diesen 13 Versen von Kapitel 3, da finden wir einige praktische Hinweise. Was ist eigentlich das Geheimnis einer liebevollen Gemeinde? Das wird der erste große Punkt sein, das Geheimnis einer liebevollen Gemeinde. Dann Kapitel 4, die ersten 12 Verse, da wird es um das Gewissen einer wachsenden Gemeinde gehen. Und dann am Schluss, wenn die Zeit noch reicht, wir werden es sehen, geht es um die Gewissheit einer getrösteten Gemeinde. Aber zunächst das Geheimnis einer liebevollen Gemeinde. Aus welchen Quellen gewissermaßen speist sich diese Wärme? Und das Erste, was wir hier sehen in den ersten 5 Versen, ist konstruktive Sorge. Konstruktive Sorge macht eine liebevolle Gemeinde. Wir lesen diese 5 Verse. Weil wir es nicht länger aushielten, sagt Paulus, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus, unserem Bruder, der Diener Gottes und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben. Damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst ja selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen war. Konstruktive Sorge. Worin besteht sie? Dass ihr in diesen Bedrängnissen, Vers 3, möglicherweise wanken könntet. Dass euer Glaube möglicherweise verwirrt, verunsichert werden könnte, angeknackst werden könnte. Durch Zweifel, durch Verwirrung, durch falsche Lehren. Das steht ja im Vers 5 nochmal. Ich erkundigte mich nach eurem Glauben. Darum geht es. Und hinter diesen Bedrängnissen, sagt Paulus in Vers 5, steckt wer? Der Versucher. Es ist letztlich der Teufel, der immer ein Interesse daran hat, die Gemeinde Jesu zu schütteln und zu verunsichern. Und das macht er, indem er die Einzelnen sich rauspickt und sie in ihrem Glauben wankend macht. Es können physische Verfolgungen gewesen sein. Wir können ja in Apostelgeschichte 17 nachlesen, was für eine Situation dort in Thessaloniki gegenüber dem christlichen Glauben herrschte, aber eben auch lehrmäßige Verwirrung durch das Einschleusen von ideologischem Gedankengut. Man muss immer bedenken, Paulus war ja nicht so sehr lange dort gewesen. Also er konnte keine ausführliche Aufbauarbeit dort leisten. Was er den Brüdern und Schwestern mitgegeben hat, war so eine Art Crashkurs in christlicher Grundlehre. Aber er konnte sie nicht festigen. Und immerhin hatte er sie auf diese Situation vorbereitet, Vers 4. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Das war damals ein wichtiges Thema für den Grundkurs Glauben. Das war damals eine der Basislehren, mit denen man Jungbekehrte konfrontieren musste, dass Christen Druck haben, dass sie verfolgt werden. Und wie kann ich mich darauf einstellen? Und wie kann ich damit umgehen? Theo Lehmann hat das ja vor etwa 15 Jahren in einer vielbeachteten Predigt einmal sehr zugespitzt ausgedrückt. Er hat damals gesagt, 2004, noch nie gab es weltweit betrachtet so viele christliche Märtyrer wie heute. Noch nie haben so viele Christen für ihren Glauben mit ihrem Leben bezahlt. In dieser Hinsicht leben wir in Deutschland wie auf einer Insel der Seligen. Noch wird bei uns keiner, der sich als Christ bekennt, an die Wand gestellt.
Noch können wir uns deshalb, macht er dann deutlich, ein ziemlich lockeres Christsein so leisten. Er sagt noch, verkaufen wir das Christentum unter dem billigen Slogan, Christsein ist cool. Aber was machen wir, wenn eines Tages Christsein nicht mehr cool ist, sondern eine heiße Angelegenheit wird? Und er fügt hinzu, ich frage mich, wie lange wir uns dieses läppische Jesusgetändel und dieses traumtänzerische Christentum noch leisten können, noch leisten wollen. Das hat er geschrieben und gepredigt vor 15 Jahren. Paulus hat sie von Anfang an darauf hingewiesen, Leute, es könnte manchmal sehr eng werden. Und worum sorgt Paulus sich? Er sorgt sich nicht darum, dass die möglichst ungestört ihr bürgerlich gemütliches Leben führen, sondern worum sorgt er sich? Um ihren Glauben. Er sagt, was macht ihr mit eurem Glauben? Darauf kommt es an. Ich freue mich natürlich, wenn ihr ein eher etwas leichteres Leben führen könnt und wenn ihr möglichst ungestört euch versammeln könnt und wenn ihr nicht abmessen müsst, wie weit eure Stuhlreihen voneinander getrennt sein sollen und wenn ihr euch nicht durch Masken hindurch ansehen müsst. Ich freue mich natürlich, aber das Wichtigste ist euer Glaube. Was macht das mit eurem Glauben? Und diese Sorge, schauen wir her, die treibt ihn so sehr um, dass er, wie er zweimal sagt, es nicht länger aushält. Er sagt es in Vers 1, weil wir es nicht länger aushielten. Und er wiederholt das in Vers 5, darum habe ich es nicht länger ausgehalten. Ich habe diese Ungewissheit nicht länger ertragen, zu wissen, was nun los ist mit euch, wie es euch geht, ob ihr im Glauben an Jesus feststeht oder ob ihr von Zweifeln herumgetrieben werdet. Paulus erträgt diese Spannung nicht. Warum erträgt er sie nicht? Weil er innerlich mitfiebert. Weil er ihnen innerlich nahe ist, weil er weiß, was das für sie bedeutet. Und diese Sorge treibt ihn zur Tat und deswegen konstruktive Sorge. Und diese Tat verlangt von Paulus einen gewissen Preis. Vers 1 zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben. Wer ist das Wir? Mit dem Wir meint Paulus allerhöchstwahrscheinlich sich selbst. Er hat manchmal dieses Wir benutzt, gewissermaßen, um eine Demut zu zeigen. Also nach dem Motto, ich mache jetzt nicht nur so die Story des Apostels. Und eigentlich waren ja Timotheus und Silas bei ihm. Aber Apostelgeschichte 18, Vers 5 legt nahe, dass er nicht nur Timotheus entsandt hatte, sondern auch Silas. Und das war ein echtes Opfer. Denn eigentlich war Paulus sehr froh gewesen, als Timotheus und Silas endlich wieder zu ihm stießen dort in Athen. Ganz kurzer Rückblick. In Thessalonike waren sie ja noch zusammengeblieben und dann waren sie nach Beröa geflüchtet, Hals über Kopf. Und was passierte dann in Beröa? Anfangs konnten sie relativ ungestört ihre Vortragstätigkeit dort aufnehmen, aber ihre Feinde aus Thessalonike reisten ihnen nach, die hetzten ihnen gewissermaßen hinterher nach Beröa. Und in Beröa haben sie erneut angefangen, Stimmung gegen Paulus und seine Leute zu machen. Und nun wurde es den Beröa-Christen mulmig und sie wollten natürlich auch das Leben von Paulus schützen und haben Paulus dann sofort weiter Richtung Athen geschickt. Und wahrscheinlich war er der Frontmann, deswegen richtete sich gegen ihn vor allem die Empörung und wohl auch die Gewaltandrohung. Und Silas und Timotheus konnten noch einige Zeit in Beröa bleiben und Paulus wurde derweil von einer Eskorte nach Athen begleitet. Interessant, wie das hier beschrieben ist, in Apostelgeschichte 17, Vers 15. Ich empfehle sehr, diese ganzen spannenden Zusammenhänge noch einmal im Originalton der Apostelgeschichte nachzulesen. Also sie eskortieren ihn jetzt nach Athen. In Apostelgeschichte 17, Vers 15 lesen wir, die nun welche den Paulus geleiteten, brachten ihn bis nach Athen. Und nachdem sie den Auftrag an Silas und Timotheus empfangen hatten, dass sie so schnell wie möglich nachkommen sollten, zogen sie fort. Also diese Eskorte liefert Paulus in Athen ab. Und als er diese Metropole sieht und auch wahrscheinlich ahnt, welche Herausforderungen er dort demnächst konfrontieren wird, da sagt er diesem Trupp aus Beröa, aber wenn ihr zurückkommt, sagt Timotheus und Silas, sie sollen sich schleunigst auf den Weg machen. Ich brauche sie hier. Schickt sie so schnell wie möglich her. Ich brauche sie hier. Keine leichte Situation. Und offensichtlich hat Paulus das Alleinsein in dieser Metropole wahrscheinlich auch angesichts der geistlichen Kampfsituation, angesichts der harten Auseinandersetzung mit den Ideologien, mit den Philosophien, mit den Mysterienreligionen als beschwerlich empfunden.
Und trotzdem, auch während deren Abwesenheit, stürzt er sich dann mutig in missionarische Gespräche und hält wahrscheinlich eine seiner berühmtesten Reden dort auf dem Areopag in Athen, obwohl die Freunde nicht da sind. Und einige Zeit später dürften Silas und Timotheus dann nachgekommen sein, denn hier bei uns in Kapitel 3, 1. Thessalonicher 3, sind sie wieder vereint. Timotheus ist endlich wieder in Athen angekommen und Paulus ist wieder im Kreis seiner Lieben. Und vor diesem Hintergrund verstehen wir, was dieser Vers 1 bedeutet. Der sagt, Leute, ich war heilfroh, den Timotheus wieder an meiner Seite zu haben. Ich brauchte ihn als Gesprächspartner, ich brauchte ihn als Assistenten, ich brauchte ihn als Ermutiger. Aber dann höre ich, hey, bei euch ist irgendwas nicht in Ordnung. Ihr seid ins Schlingern gekommen und da habe ich mir den Kerl vom Herzen gerissen und ihn wieder zu euch zurückgeschickt. Das ist konstruktive Sorge. Versteht ihr? Weil die Sorge um die Thessalonicher größer ist als die Angst vor der Einsamkeit in Athen. Zogen wir es vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus, unserem Bruder, der Diener Gottes und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben. Und dann wird Timotheus hier sehr offiziell angekündigt, nochmal quasi mit voller Titulatur. Professor Dr. Timotheus gewissermaßen, Gottes Diener, unser Mitarbeiter am Evangelium, um deutlich zu machen, Leute, ich schicke euch da nicht irgendwen, sondern ich schicke euch einen guten Mann mit einem klaren Auftrag. Und der soll euch stärken. Der Begriff, der da im Griechischen für stärken steht, ist fast so was wie ein Spezialbegriff für die Förderung von Neubekehrten. Der kommt auch an anderen Stellen im Neuen Testament vor. Der soll das Aufbauprogramm mit euch, was wir nicht mehr ganz zu Ende bringen konnten, nochmal jetzt vervollständigen. Und er soll euch trösten im Glauben. Das ist das Wort für Seelsorge. Und er soll euch darauf vorbereiten, dass ihr auch in Zukunft mit Widerständen rechnen müsst, wie ja der Herr Jesus uns auch schon vorausgesagt hat, nämlich etwa in Matthäus 5 in der Bergpredigt ab Vers 11, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Und ich kann mir vorlesen, dass diese beiden Verse auch unser Bruder James Coates sich häufiger vorgelesen hat in den letzten Wochen, als er dort im Knast in Kanada sein musste, weil er nicht bereit war, seine Gemeinde in einer Weise zu versorgen, wie es dem Wort Gottes nicht angemessen gewesen ist, weil er nicht bereit war, die Gemeinde auf 15% Kapazität gewissermaßen zu reduzieren. Und bestimmt werden ihn auch diese Verse gestärkt haben. Und ich habe gelesen, dass er jetzt zum Wochenende freigelassen werden sollte zunächst mal. Und ich hoffe, dass das auch so gekommen ist. Und wir wollen weiter für ihn beten. Und Paulus weiß auch, es ist nichts Ungewöhnliches, wenn es Druck gibt. Das hatte er den Thessalonichern ja gesagt. Aber trotzdem muss man damit erst mal fertig werden. Trotzdem steckt man das ja nicht einfach alles nur so locker weg. Und er weiß, die brauchen mich, die brauchen mich. Ich kann nicht direkt kommen, aber ich will ihnen wenigstens Timotheus schicken, um ihnen beizustehen. Das ist konstruktive Sorge. Und die Frage ist, für wen übernehme ich, für wen übernimmst du Mitverantwortung im Hinblick auf den Glauben? Wen legt dir Gott aufs Herz, dass du sagst, meine Zeit, der braucht jetzt Hilfe? Und was bist du bereit für Opfer dafür zu bringen? Und sei es mal ein paar Tage allein in Athen zu bleiben. Das ist also das erste Geheimnis einer liebevollen Gemeinde, konstruktive Sorge. Und dann sehen wir ein weiteres Geheimnis. Ich nenne das emotionale Anteilnahme. Auch emotionale Anteilnahme macht eine liebevolle Gemeinde. Lesen wir die Verse 6 bis 10. Kapitel 3, 6 bis 10. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in guten Andenken habt und dass euch danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch. Das war jetzt wie mit der SMS von Eberhard Dahm. Wir haben gesagt, Eberhard, wir vermissen dich und er hat gleich zurückgesimst, ich vermisse euch auch. Ja, so in etwa ist das hier bei Paulus. Da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei all unserer Bedrängnis und Not getröstet worden durch euren Glauben. Denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Denn was für einen Dank können wir Gott euretwegen abstatten für all die Freude, die wir um euretwillen haben vor unserem Gott. Das ist emotionale Anteilnahme. Und emotional meint nicht rührselig, sondern emotional meint einfach von Herzen, persönlich, innerlich beteiligt, weil es uns wichtig ist, was mit denen läuft. Und ihr habt das gehört, was in diesen Versen mitschwingt. Das ist, was ist das erstmal? Das ist Erleichterung. Es ist erstmal, boah, aufatmen. Er pustet einmal tief durch, als Timotheus ihm das berichtet.
Alles okay in Thessalonike. Halleluja. Und worüber freut Paulus sich am meisten? Er freut sich nicht mal darüber, dass Timotheus wieder zurück ist. Das hat ihn sicherlich auch sehr gefreut und sehr ermutigt. Sondern er freut sich darüber am meisten, dass der Punkt, um den er sich am meisten gesorgt hatte, in Ordnung ist, nämlich euer Glaube. Darüber haben wir uns gefreut, dass wir erfahren haben, euer Glaube ist okay. Nach wie vor ungebrochen, unverfälscht. Gute Nachricht gebracht von eurem Glauben und von eurer Liebe, dass ihr in eurem Glauben auch lebt und ja, dass der Draht zu uns auch noch stimmt, dieser persönliche Draht, ne, dass ihr uns alle Zeit in guten Andenken habt. Und Paulus hat den guten Grund anzunehmen, dass hinter seinem Rücken das Vertrauen zu seiner Person untergraben wurde. Wir lesen hier gewisse Andeutungen, zum Beispiel in Kapitel 2 ab Vers 3, wo er sagt, unsere Verkündigung entspricht nicht dem Irrtum noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug. Warum muss er das sagen? Weil man den Thessalonichern versucht hatte einzutrichtern, dass er nicht wahrhaftig und nicht integer sei. Und wenn er sagt, wir versuchen nicht Menschen zu gefallen, sondern Gott. Warum muss er das schreiben? Weil sie gesagt haben, hey, der will sich doch nur bei euch einschleimen. Und deswegen muss er deutlich machen, Leute, ich habe es wirklich ehrlich gemeint. Ich habe mein Herz nicht zu einer Mördergrube gemacht. Ich war immer ehrlich zu euch. Und jetzt merkt ihr, die haben es kapiert. Und sie haben sich nicht irre machen lassen. Und sie haben sich nicht aufhetzen lassen. Und sie haben sich das Vertrauen nicht wegstehlen lassen. Und das freut ihn von Herzen. Und dann, das ist so schön, Paulus schämt sich nicht, seine Erleichterung und seine Freude in Worte zu fassen. Mancher freut sich ja still, das ist auch schon schön, aber es ist für die anderen einfach schöner, wenn diese stille Freude dann auch eine laute Freude wird. Wenn Paulus dann sagt, deshalb Brüder, Vers 7, euretwegen wurden wir getröstet und jetzt leben wir, weil ihr feststeht, das weckt unseren Lebensmut ganz neu. Wir sehen, ihr fahrt klaren Kurs, dann können wir noch viel mehr ertragen hier. Und es treibt ihn ins Dankgebet. Und wofür dankt er hier in Vers 9? Was für ein Dank können wir Gott euretwegen abstatten für all die Freude? Worin liegt diese Freude, die wir um euretwillen haben vor unserem Gott, dass er sagen kann, Herr, du hast diese Truppe bewahrt. Die hatten wahrlich schwierige Rahmenbedingungen und wir mussten schnell weg. Und sie hatten nicht die Pflege, die wir ihnen gerne gegeben hatten und hätten. Und trotzdem hast du sie festgehalten. Und trotzdem ist alles gut gegangen. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Verstehen Sie, das ist emotionale Anteilnahme. Dieses innere Mitfiebern mit der Situation der Glaubensgeschwister. Fieberst du mit deinen Glaubensgeschwistern, wenn sie durch schwierige Kämpfe oder durch dunkle Täler gehen? Jubelst du mit, wenn der Herr ihnen hat etwas gelingen lassen? Das ist das Gegenteil von Coolness. Und das findet auch seinen Ausdruck, es wird expliziert, es wird ausgesprochen. Wir kennen Paulus ja auch ganz anders. Wir kennen Paulus als den filigran formulierenden Akademiker. Das war er ja auch. Das war er auch. Aber hier ist er sich nicht zu schade, sein Herz einfach aufzuschließen und daraus keine Mördergrube zu machen. Und dann kommt dieser Vers 10. Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und das noch ergänzen dürfen, was an eurem Glauben mangelt. Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringlichste. Das ist dieser sehnlichste Wunsch. Dieser Wunsch, face to face Kontakt mit ihnen zu bekommen, hatten wir ja in dem Text von Eberhard Dahm auch schon mal. Und schaut mal, wie wichtig dem Paulus diese persönliche Realbegegnung ist. Das sehen wir, ja, man kann fast sagen, an der extremen Aufeinanderhäufung höchst emotionaler Formulierung. Paulus sagt, Tag und Nacht haben wir gefleht. Ja? Er sagt auch nicht nur Tag und Nacht haben wir ihm drum gebeten, sondern sagt, Tag und Nacht haben wir gefleht. Und das reicht ihm immer noch nicht. Tag und Nacht haben wir gefleht aufs Allerdringlichste. Also wie will man das noch steigern? Ja, steht auch im Griechischen ein ganz auffälliges Wort, hyperekperissou. Also Tag und Nacht gefleht aufs Allerdringlichste. Mehr geht nicht. So wichtig seid ihr uns, sagt Paulus, so unendlich wichtig ist uns diese direkte Begegnung mit euch, die durch nichts anderes ersetzt werden kann. Und schaut mal, wenn das sogar für die Gemeinschaft des reisenden Apostels gilt, wie viel mehr für jede einzelne Gemeinde untereinander vor Ort. Und hierhin gehört eben auch diese wichtige Mahnung von Hebräer 10, Vers 25, dass wir die Versammlung nicht verlassen sollen. Dieses Face-to-Face einander begegnen und miteinander den Herrn loben. Und ich nehme das gern noch einmal auf, was Eberhard Dahm gesagt hat. Diese mancherlei lockeren Begründungen, die wir noch im Ohr haben, mit denen einige Christen das Drama der Gottesdienstschließungen, und es war ein Drama,
es war nicht weniger als ein Drama, klein geredet haben. Ja, wir haben doch den Livestream. Ist ja wunderbar, wir haben den Livestream. Ist auch wunderbar, dass wir einen Livestream haben. Aber trotzdem ist es ein Drama. Und ihr Lieben, ich weiß von Gemeinden, die sich bis heute nicht treffen und die das aushalten. Paulus hätte es nicht ausgehalten. Und er hält dagegen mit allen Mitteln, mit allen sprachlichen Mitteln, die ihm das Griechische bietet. John Stott hat diese Situation sehr schön zusammengefasst. Er sagt, Gebet ist für den Glauben der Geschwister unersetzbar. Ja, Briefe können ebenfalls eine enorme Ermutigung da sein, eine Bestärkung des Glaubens bewirken. Aber es gibt keinen Ersatz für die Ermutigung, die von der Face-to-Face-Fellowship ausgeht, die davon ausgeht, dass man sich sehen kann, dass man miteinander beten kann, wie Paulus das ja etwa in Römer 1 auch schon beschrieben hat, als er den Römern schrieb, warum er unbedingt kommen wollte. Da heißt es in 1,12, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Also, dass wir face to face uns gegenseitig trösten und ermahnen können, dass wir unseren Glauben gegenseitig austauschen. Römer 1, Vers 12. Das ist der zweite Baustein, der zum Geheimnis einer liebevollen Gemeinde gehört, diese emotionale Anteilnahme. Und damit, ihr Lieben, hat Paulus ein dringendes Bedürfnis erkannt und verstanden und gespürt, das für uns heute angesichts der uns überrennen wollenden Digitalisierung immer dringlicher wird. Das wurde gestern Abend im Jugendvortrag schon einmal angesprochen. Das ist in der Tat eine der großen Nöte unserer Zeit, die sich noch auswachsen wird. Wir erleben nämlich eben nicht nur den Segen der Digitalisierung, der in solchen Livestreams besteht. Und wir sind dankbar, dass Gott uns das schenkt, dass Gott uns auch die Mitarbeiter schenkt, die sich da wirklich reinhängen und die manche Nächte drangegeben haben, um das alles möglich zu machen. Ein Segen, ja. Aber wir erleben auch den Fluch der Digitalisierung. Und ihr Lieben, wir dürfen niemals der Versuchung erliegen, eine Notlösung mit der gesunden Normalität zu verwechseln. Der digitale Zugang gibt uns neue Freiheiten und einen neuen Radius gewissermaßen, aber er hat auch starke Grenzen. Und das hat jetzt in der jüngsten Ausgabe des Cicero, der wahrscheinlich bekannteste deutsche Soziologe, Hartmut Rosa, in einem Interview auch nochmal aufgenommen. Das Spezialgebiet von Hartmut Rosa, der an der Uni in Jena lehrt, ist ja das Thema Resonanz. Also was wird an Resonanz ausgelöst durch Kommunikation? Das ist eines seiner großen Stichworte. Und er wird dann zur Resonanzfrage im Hinblick auf die Digitalisierung gefragt. Zum Beispiel, was ist dann aber der wesentliche Unterschied zwischen Face-to-Face und Screen-to-Screen? Also Scheibe zu Scheibe. Ich gucke jetzt in diese wunderschöne Kamera rein. Und wenn Sie noch dran sind, was ich sehr hoffe, was ich ja nicht mal sehen kann, dann gucken Sie auch auf eine Scheibe. Und hinter dieser Scheibe sehen Sie so eine Ahnung meiner Person möglicherweise. Okay, also nun fragen die, ich grüße trotzdem, nun fragen die, was ist denn aber der wesentliche Unterschied zwischen Face-to-Face und Screen-to-Screen? Und die Antwort von Rosa, ein zentraler Unterschied besteht darin, dass ich das Gegenüber am Bildschirm zwar sehen, dass ich ihm aber nicht direkt in die Augen schauen kann. Normalerweise treffen sich ja Ihre und meine Blicke in der Mitte. Also die Mitarbeiter, die mich hier sehen, unsere Blicke treffen sich irgendwo in der Mitte. Und Rosa weiter, jede Begegnung ist ein Wechselprozess. Genau das aber geht bei Screen to Screen eben nicht mehr. Entweder sehe ich Sie, was nichts anderes heißt, als dass ich auf den Bildschirm schaue, oder ich schaue in die Kamera, was wiederum heißt, dass ich Sie nicht wirklich sehen kann. Die direkte Kommunikation über die Blicke entfällt. Und dann fragt der Journalist nach kommt auch nochmal, interessant, das hat ja Eberhard Damm auch schon angesprochen, das Oxytocin. Die Neurobiologie weiß heute, dass beim Blick in die Augen ein Bindungshormon, das sogenannte Oxytocin, ausgeschüttet wird. Heißt das, dass die Digitalisierung auch automatisch zu weniger Bindungserfahrung führt? Und Rosa antwortet, ja, das würde ich so sehen, in der Tat. Natürlich kann ich Ihnen über den Bildschirm das Gleiche mitteilen wie in der direkten Begegnung. Die Erfahrung aber, die ich dabei mache,
Die Bindung und die Beziehung, die sind unterschiedlich. Gleiches gilt übrigens auch für Berührungen und Umarmungen. Also eine interessante Stimme aus der Kommunikationsforschung bzw. der Soziologie. Und nun gibt es, das müssen wir einfach wissen, verschiedene Machtfaktoren, die ein gesteigertes, ein leidenschaftliches Interesse daran haben, die Digitalisierung aller Vorgänge immer umfassender voranzutreiben. Siehe Great Reset. Klaus Schwab. Mehr Zentralisierung heißt das. Mehr Digitalisierung heißt auch mehr Kontrolle. Mehr Digitalisierung heißt weniger Eigenständigkeit, weniger Vertrautheit. Es heißt letztlich auch weniger Demokratie, weniger Selbstbestimmung. Nehmen wir nur das sehr einfach nachvollziehende Beispiel Bezahlung digital oder Bezahlung via Bargeld. Bargeld, da kann ich irgendwas aus dem alten Stickstrumpf meiner Großmutter rausziehen und legt das dann eben auf den Ladentisch hin. Und keiner kann nachvollziehen, über welche PIN ich welche Summe, welchen Weg habe gehen lassen. Das ist nur ein sehr schlichtes Beispiel, aber deswegen wehren wir uns dagegen, dass Unterrichte nur noch auf digital umgestellt werden, dass manche Universitäten geradezu darin schwelgen, wie wunderbar sie die Vorlesungen aus den Hörsälen vertrieben haben und alle eben nur noch Screen-to-Screen statt Face-to-Face forschen. Liebe Leute, in den letzten Monaten hat es einen historischen Einbruch in das Leben der Gemeinde Jesu gegeben. Und in unserem Text können wir sehen, dass Paulus sich niemals damit abgefunden hätte. Und wir dürfen es ebenso wenig tun. Lasst uns da wirklich wachsam bleiben. Und ein erster konkreter Schritt, um dagegen anzugehen, ein Schritt, den auch wir gehen können, wird uns durch Paulus jetzt in den letzten Versen von Kapitel 3 gezeigt. Das sind die Verse 10 bis 13 und das ist der letzte Aspekt, der das Geheimnis einer liebevollen Gemeinde, wie es hier beschrieben ist, ausmacht. Es gibt noch weitere, aber hier werden diese drei eben geschrieben und das ist die gezielte Fürbitte. Also konstruktive Sorge 1 bis 5, emotionale Anteilnahme 6 bis 10 und gezielte Fürbitte 11 bis 13. Die lesen wir jetzt noch. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit er eure Herzen stärke und sie untadelig sein in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Das ist der dritte Baustein hier für das Geheimnis einer liebevollen Gemeinde, gezielte Fürbitte. Sie haben gemerkt, Paulus betet hier gewissermaßen in der dritten Person. Normalerweise betet man ja in der zweiten Person, aber manchmal sehen wir das so bei ihm. Das drückt offensichtlich auch eine besondere Ehrfurcht aus, vielleicht auch der Versuch, die Thessalonicher mit in dieses Gebet hineinzunehmen. Er selbst aber, Gott, unser Vater. Und wir werden das morgen im Schlussgebet dieses ersten Thessalonicher Briefes in Kapitel 5 nochmal sehen. Da kommen wir nochmal drauf zurück morgen. Und wofür betet Paulus? Und Paulus betet zunächst Vers 11 für wirkliche Begegnungen. Er bittet um offene Türen für reale Begegnungen. Lenke unseren Weg zu euch. Darum betet er. Und deswegen haben wir ja so lange wie möglich versucht, die Bibeltage durchgängig als Präsenzveranstaltung durchzuführen. Wir haben wirklich drum gekämpft. Und immerhin sind der Freitag und der Sonntag geblieben. Und wir dürfen jetzt jeden Sonntag zwei Gottesdienste durchführen, um eben möglichst vielen Menschen die Möglichkeit geben, daran teilzunehmen. Aber es war unter den gegebenen Umständen keine andere Entscheidung möglich. Wir haben das lange beraten im Ältesten- und auch im Diakonenkreis und uns dann einmütig für diesen Weg entschieden. Und wir danken allen, die das verstehen und auch mittragen. Und wir hoffen, dass nicht zu viel Traurigkeit dadurch entstanden ist und dass auch unsere Verbundenheit nicht irgendwie lockerer macht. Also welches Gewicht diese Bitte hat, das zeigt sich hier noch an einem Detail, das sehr auffällig ist. Da sagt Paulus nämlich, er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Jesus Christus. Das heißt, das ist eine ganz starke Stelle, eine von vielen Stellen, wo Paulus deutlich macht, Jesus ist Gott. Und das wird dadurch noch verstärkt, dass das zweifache Subjekt, nämlich unser Vater und unser Herr Jesus Christus, verbunden ist durch ein gemeinsames Verb, das im Singular steht. Ganz wichtige Beobachtung hier. Gott der Vater
und Gott der Sohn und das Verb, er lenke uns. Das macht es ist der eine Gott. Eine ganz starke Stelle zu den vielen anderen, die ich auch auf der Bibelstellen, bei der Bibelstellenzusammenstellung vermerkt habe, für die Gottheit Jesu. Und Paulus gibt diesem Anliegen ein solches Gewicht, dass er hier den allmächtigen Gott als Vater und als Sohn anruft. Und dann musste er 5 Jahre warten, bis Gott ihm diesen Wunsch erfüllt hat. Am Ende seiner dritten Missionsreise war er zum zweiten Mal in Mazedonien. Apostelgeschichte 20 am Anfang kann man das nachlesen. Also, das ist die erste Bitte, die Bitte für wirkliche Begegnung. Und die Bitte für eine wirkliche Begegnung mündet dann, Vers 12, in eine Bitte für wuchernde Liebe. Das ist das nächste, Vers 12. Gezielte Bitte für wuchernde Liebe. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben. Also diese blumige Ausdrucksweise habe ich nicht einfach in diesen Text hineingetragen, sondern was Paulus hier beschreibt, ist etwas Wucherndes. Denn ja, wie sollen diese persönlichen Begegnungen auch gut gehen, wenn sie keine wuchernde Liebe haben? Ne? Paulus unterstreicht das mit einer Doppelsteigerung. Es ist wirklich hochinteressant, welche sprachlichen Mittel der Apostel hier einsetzt. Mit einer Doppelsteigerung. Er sagt, in der Liebe sollt ihr nicht nur wachsen, sondern überströmend werden. Das ist die erste Doppelsteigerung. Und die zweite Doppelsteigerung sagt er, diese Liebe sollt ihr nicht nur zueinander haben, sondern zu allen. Also, nicht nur wachsen, sondern überströmend werden, nicht nur untereinander, sondern zu allen, auch denen draußen. Darum betet, dafür bete ich auch für euch, dafür lasst uns auch füreinander beten, dass unsere Liebe in dieser Weise wirklich wuchert. Und das können wir nicht so aus uns selbst herausholen, sondern wir sind darauf angewiesen, dass Jesus das in uns wirkt. John MacArthur hat zu dieser Stelle sehr schön einige praktische Punkte benannt, woran sich diese wachsende Liebe dann zeigt. Woher weißt du, dass deine Liebe wächst? Und dann bringt einfach ein paar ganz lockere Stichworte, hätte ich fast gesagt. Weniger Sorge um dein Selbst. Weniger Sorge um deine Bequemlichkeit. Weniger Fragen nach deiner eigenen Erfüllung. Weniger beschlagnahmt sein mit deinen persönlichen Problemen. Mehr Zeit, die du verwendest, um anderen zu helfen. Mehr Zeit, die du einsetzt, um anderen zu dienen, um für andere zu geben. Größere Bereitschaft, Opfer zu bringen. Und eine größere Sensibilität für die Verlorenheit unbekehrter Menschen. Zueinander und zu allen. Also ein paar ganz praktische, direkte Auswirkungen, wenn der Herr unsere Liebe wachsen lässt. Und jeder von uns kann sicherlich diese Liste sowohl im Hinblick auf das, was dann weniger ist, als auch im Hinblick auf das, was dann hoffentlich mehr ist, weiterhin vervollständigen. Weniger bedacht sein um mich selbst, weniger nachdenken über meine eigene Bequemlichkeit, mein eigenes Erfülltsein, meine eigenen Probleme. Mehr Zeit, um anderen zu dienen, ihnen zu helfen, zu geben. Größere Bereitschaft, auch Opfer zu bringen. Und größere Sensibilität für die Verlorenheit der Unbekehrten. Und dann ein letztes Gebetsanliegen in Vers 13. Also gezielte Fürbitte für wirkliche Begegnungen, für wuchernde Liebe. Und das letzte hier in Vers 13, für wahre Heiligkeit, damit er eure Herzen stärke und sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Für wahre Heiligkeit, wie wächst wahre Heiligkeit? In Kapitel 4 wird Paulus darauf noch differenzierter eingehen. Aber hier bereitet er das gewissermaßen vor. Das ist dann auch das Verbindungsglied zwischen Kapitel 3 und Kapitel 4, weil er diesen Vers 13 dann in Kapitel 4 ausführlicher entfaltet, wo es dann um die wachsende Gemeinde, um die im Glauben wachsende Gemeinde geht. Aber hier ist schon ein kurzer Hinweis. Das eine, was wir sehen, Paulus macht klar, Heiligkeit ist eine Herzenssache. Er sagt, damit er eure Herzen stärke und sie untadelig sein. Es geht um etwas Inneres. Es geht nicht darum, dass wir eine bestimmte äußere Erscheinung präsentieren, dass wir ein bestimmtes Regelwerk abarbeiten, dass wir einen bestimmten Eindruck vermitteln, ach, wie heilig wir sein, sondern es geht um eine Herzensstärkung zunächst.
Und Heiligkeit ist das Gegenteil von spiritueller Selbstumkreisung, dass einer ständig darüber nachdenkt, wie heilig er doch wäre und ob er noch ein bisschen heiliger geworden sei. Das ist etwas völlig anderes als religiöse Nabelschau. Und Paulus macht deutlich, nein, Heiligkeit wird dann wachsen, wenn du gerade nicht um dich herum kreist und auf dich selber blickst, sondern wenn du von dir wegblickst, ganz nach vorne. Worauf nämlich? Auf die Wiederkunft Jesu. Das macht er nämlich deutlich, dieser Vorausblick, ne? Bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen, dass du dann bereit bist. Gestern der Schluss des Vortrags beim Jugendabend ermutigte zu diesem Gedankenexperiment, was, wenn du in 3 Minuten vor Jesus stehen würdest? Leute, das wird unserer Heiligung sehr förderlich sein, uns das klar zu machen. Was, wenn du in 3 Minuten vor Jesus stehen würdest? Und Leute, das ist eine biblische Grundfigur, die uns die Apostel immer wieder in Erinnerung rufen. Eine ganz berühmte Stelle, wo Johannes das macht, ist 1. Johannes 3. Schreibt euch diese Stelle bitte unbedingt auf und studiert sie dann nochmal für euch, wo Johannes sagt, Leute, Gott arbeitet schon an uns, aber es ist noch längst nicht alles geschehen, was einmal sein wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 1. Johannes 3, Vers 2 am Ende. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm gegenüberstehen, face to face. Und dann folgt daraus Vers 3, 1. Johannes 3, Vers 3. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich, wie auch er rein ist. Das heißt, lebt im Angesicht Gottes und sagt, Herr, ich möchte dir dienen. Ich möchte Vergebung meiner Sünden. Ich möchte treuer werden in dem, was ich tue. Aber das musst du tun. Aber wenn ich daran denke, dir zu begegnen, dann wird diese Sehnsucht in mir immer stärker, damit eure Herzen stärke, damit wir im Hinblick auf die Wiederkunft Jesu vorbereitet sein mögen. Nichts stimuliert, nicht simuliert, sondern stimuliert, also ermutigt. Nichts ermutigt Heiligkeit so sehr wie der Ausblick auf die Wiederkunft Jesu Christi. Was für ein bewegendes Kapitel, diese 3 so sehr persönlichen Verse. Ihr Lieben, sie zeigen uns eine Wirklichkeit, nach der sich jeder Christ in seinem Herzen sehnt. Und diese Wirklichkeit ist das Geheimnis einer liebevollen Gemeinde. Diese liebevolle Gemeinde, diese Wärme dieser liebevollen Gemeinde speist sich aus 3 Quellen. Konstruktive Sorge untereinander, emotionale Anteilnahme aneinander und gezielte Fürbitte füreinander. Und hochinteressant, ist mir auch erst bei der Vorbereitung auf diese Bibeltage so deutlich geworden. Durch die Jahrhunderte hindurch haben Ausleger über die persönliche Wärme und Freundlichkeit immer wieder gestaunt, die aus diesen Versen strömt. Das muss man mal auf sich wirken lassen gewissermaßen. Der Kirchenvater Chrysostomus, der schrieb so um 400 nach Christus, der hat das einmal so ausgedrückt, der hat gesagt, oh, was für eine feurige Wärme ist das. Niemand könnte, sei es ein Vater oder eine Mutter, ja, sogar Vater und Mutter sich zusammenkommen und ihre Liebe zusammenschmeißen. Niemand könnte jemals eine größere Zuneigung haben, die der nahe käme, als das, was wir hier bei Paulus sehen. Also Chrysostomus hat das auch gespürt, er hat das gemerkt, er war zutiefst bewegt davon. Und John Stott, und damit schließe ich jetzt diesen ersten Teil ab. John Stott hat diese Sprache, diese emotionale Sprache, extravagant language genannt. Also quasi eine extravagante Sprache. Aber er hat das ganz lieb gemeint. Und er sagt, woher kommt das, habe ich mich gefragt. Woher diese extravagant emotionale Sprache? Woher kommt dieses Liebevolle und dieses sich Sehnen und dieses Nicht-Aushalten der Spannung, solange es keine guten Nachrichten gibt und diese überwältigte Freude, als die guten Nachrichten dann endlich eintreffen und diese innere Fürsorge und dieses feurige Gebet und dieses Verständnis dieser innigsten Solidarität mit den Geschwistern, sodass unser Leben geradezu in ihr Leben hineingeschlungen ist und ihr Leben in unseres. Woher kommt das, fragt John Stott. Und er sagt dann, my answer is that. Also meine Antwort ist das. Er sagt, es ist die Sprache von Eltern. Es ist die Sprache von Eltern, die eine Zeit lang von ihren Kindern getrennt waren. Von Eltern, die ihre Kinder furchtbar vermissen und die sich tiefe Sorgen machen, weil sie lange Zeit keine Meldung, keine Nachrichten von ihnen bekommen haben. Er sagt, genau das ist die Sprache.
Die Sprache von Eltern, die sich nach ihren Kindern sehnen, die sie lange nicht gesehen haben, die sich Sorgen machen, wie es wohl um sie stehen möge. Und er schließt diesen Gedankengang, indem er sagt, seelsorgerliche Liebe ist elterliche Liebe. Das ist die Qualität. Pastoral love is parental love. That is its quality. Und das findet ihr hier bei Paulus. Und ihr Lieben, lasst uns darum in dieser Haltung füreinander sorgen, lasst uns in dieser Haltung aufeinander eingehen, miteinander fiebern, damit unser Herr sich darüber freuen kann und damit unser Herr vor allem dadurch gelobt wird, durch das Geheimnis seiner liebevollen Gemeinde. Das war der erste Teil.